Aber ich brauche ihn bestimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den nicht brauche. Aber hier sterbe ich doch sofort. Ach, da geht rechts so eine Tür auf, okay. Wenn ich loslasse, geht es wieder runter. Ja, komme ich nicht dran, um es weiter runter zu ziehen. Aber wie hilft mir jetzt dieser Wagen dabei? Komme ich von dem aus da dran? Dem aus echt da dran? Nee, oder? Obwohl doch, ich kann hier vielleicht so reinspringen. Na gut, dann probieren wir es nochmal. Aber ich glaube, ich habe schon die richtige Idee gehabt. Okay. Na. Ja, ich kann gleich oben bleiben. Na komm, jawohl. Was soll das denn? Ja, das ist jetzt auch. Ach so, doch klar, so geht's ja. Halt noch ein Versuch. Ich glaube, das wird bei mir ein bisschen mehr als eine Stunde Spielzeit, wenn es so weitergeht. Wobei ich auch nicht weiß, wie weit ich jetzt schon bin. Ja, komm, 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 komm. Ach, Mist. Knapp dran vorbeigesprungen. Ach, komm, aber jetzt schaffe ich das doch. Ich habe es doch eben auch schon mal geschafft. Na genau, geht doch. So. Na komm, 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 komm. Ach, wieso kann ich da nicht mal ducken? Mann. Kann ich ja noch 10 Mal machen. Ach, wenn ich es jetzt oder das nächste Mal nicht schaffe, dann schnall die es vielleicht auch ein bisschen. Mal gucken. So, dran ziehen. Ja, loslassen. Komm, 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 komm. Und durch. Na, also. Brauche ich doch nichts schneiden. Auch schon wieder diese Fliegen. Was war das denn für ein Vieh? Na gut. Aha. Hallo? Nein, ich möchte bitte nicht in die Richtung gehen. Was war das jetzt? Jetzt kann ich nicht mehr nach links gehen, okay. Ich wollte ja eh nach rechts, von daher. Halb so schlimm. Weil ich kann nichts mehr machen, außer noch beschleunigen nach rechts.
Worauf reagiert denn das jetzt auf? Ist das auf Licht oder was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Scheinbar irgendwie bei dem Licht. Ich glaube, wo das Licht so grell wurde, da hat es dann aufgehört zu wirken. Oder kann ich dem ausweichen? Nee. Und schon gehe ich nach links. Ich gehe weiter nach links. Genau, hier ist das Licht und dann ändere die Richtung. Verstehe ich jetzt noch nicht genau, was mir das hier im Spiel bringt oder was das soll. Ja, aber die essen das auch nicht, oder? Nö, scheinbar nicht. Nö. Ja, jetzt gehe ich doch wieder nach links. Weil mehr als so bremsen kann ich nicht. Ja doch, die wollen es doch essen, oder nicht? Ja, ich muss es schaffen, dass es weg ist, bevor ich da wieder zurückspringen muss, weil zurück schaffe ich es nicht mehr. Also noch mal ein bisschen schneller. Auf den Kopf. Alles wird komisch. Wobei ich mich eh frage, was ist das überhaupt für ein Ding? Ist das irgendein, so ein Tier, oder? Oder irgendein, ja, was auch immer. Ach, na also. Ich glaube, ich habe verstanden, wie es funktioniert. Genau. Ja, aber was sind das überhaupt für Dinge, die da oben rumhängen? Ja, ich weiß es nicht. Aber jetzt bin ich's los, das ist schon mal ganz gut. Oh. Das ist doch von Menschen. Ziehen, schieben. Nö, fragt mir jetzt nichts, verstehe ich nicht. Na gut, einfach weiterlaufen. Kette ziehen wir dran, oder? Passiert da was? Nö. Wie soll ich jetzt hier hochkommen? Ganz schlechte Idee. Wie soll ich jetzt hier hochkommen? Also hier unten geht es nicht lang. Kann ich das jetzt ziehen? Ach, das ist ein Stück Holz, okay. Dann komme ich hier, oder? Komme ich dann hier wieder hoch? Ja, auf der anderen Seite nehme ich scheinbar nicht. Da könnte doch jetzt Wasser rauskommen oder sowas, aber da läuft ja kein Wasser. Okay. Hier geht's weiter, aber wo geht's hier weiter? Das andere ist doch nur Hintergrund. Aha. Was löst das aus? Ist da unten irgendwas? Ich komme da nicht runter, oder? Nee, ich komme da nicht runter. Na gut, vielleicht wie mit diesem Spinnenbein, da, dass man es öfters machen muss, damit es runterfällt, muss man hier vielleicht eben auch öfters irgendwas, was das zu essen. Pilze. An der Decke klebende Pilze. Ich glaube, ich muss dieses Vieh töten, oder? Ach Mist. Oder fangen wenigstens, vielleicht nicht töten. Vielleicht bleiben ja wenigstens die Tiere am Leben. Nein, komm, bleib hier. Okay, raffiniert.
wie auch immer dieser elektrische, dieser Kurzschluss da jetzt zum Regen beigetragen haben mag. Das bleibt wahrscheinlich für immer ein Geheimnis des Spiels, aber auf jeden Fall glaube ich, dass jetzt unsere Grube da jetzt mit Wasser vollläuft, oder? Genau, ich ziehe jetzt hier dran und schon kommt da Wasser raus und der Pegel steigt äußerst schnell. Na gut. Nein. So ja dann wohl auch nicht. Probieren wir es nochmal. Also regnet tut's schon. Lauf doch mal schneller. Ja. Dass mit Wasser vollläuft. Okay. Ja, nee, so nicht. Ich muss irgendwie dieses Holzstück noch mehr in die Mitte bewegen. Nur ich bin mir gerade nicht sicher, wie ich das machen soll. Das verwirrt mich jetzt auch gerade. Na gut, machen wir jetzt noch ein paar Mal. Vielleicht kriegen wir es dann so weit dahin geschoben. Oder schaffe ich es jetzt schon? Nein. Natürlich nicht. Ja, jetzt habe ich es automatisch hier mal in die Mitte gezogen, vielleicht geht es dann auch schneller. Vielleicht schaffe ich es dann schon im ersten oder zweiten Versuch. Aber ist mir eh ein Rätsel, wie ich das machen soll, während ich da im Wasser schwimme. Ja, das schaffe ich doch immer noch nicht. Niemals. Ich muss noch ein Stück mehr, aber dann komme ich hier links nicht mehr hoch, oder? Ach doch. Perfekt. Na also, ich glaube, jetzt weiß ich, wie ich es machen muss. Im 10. Versuch oder so. Rüber und rüber. Na also, schon hört dieser Schauer auch wieder auf. Oder? Nö, scheinbar doch nicht. Aber ist nicht mehr so stark. Ja. Was auch immer es war, da darf ich wohl auch nicht reinspringen. Ich bin jetzt eben festgehalten. War es dieses Rohr oder was? Ich habe es nicht genau erkannt. Auch beim dritten Mal reinspringen wird es immer noch nicht besser. Also, hier dran und hochklettern. Na also. Ist doch ganz einfach. Und wieder schön runterrutschen. Weiterschieben, weiterschieben. Kann ich bestimmt hier nach hinten irgendwo gebrauchen. Jetzt wird das Wasser aber ganz schön laut. Dran ziehen, was macht? Ich staue das Wasser, oder? Kann ich sagen? Ja, ich staue das Wasser. Nein, ich will das Wasser nicht stauen.
Na gut, vielleicht will ich das Wasser doch stauen, aber vorher bringe ich mich in Sicherheit mit dieser Leiter. Ja, jetzt bleibe ich einfach mal hier drauf stehen. Das klappt doch hoffentlich ganz gut. Ach ja, genau, Stacheln. Und jetzt? Ich will das nicht. Autsch. Na gut, ich glaube, ich mache das jetzt doch nicht in einem Teil durch. Ich mache dann jetzt erstmal eine Pause. Ja, ich fange hier direkt wieder an. Ich mache dann hier mal eine Pause und mache dann irgendwann noch andermal weiter. Tschüss! So, 10 Minuten sind vergangen. Und ja, das Einzige, was ich eigentlich gemacht habe, ist inzwischen mal das Licht in meinem Zimmer ausgemacht. Dann wirkt, glaube ich, dieses Schwarz-Weiße noch ein bisschen besser. Jetzt ist hier schön dunkel. Und dann kommen vielleicht auch noch ein paar Horrorszenen. Was weiß ich. Ja, bisschen Gruselfaktor. Na gut, dann geht's jetzt hier einfach mal weiter. Dann muss ich mal gucken. Aber ich kletter jetzt hier erstmal hoch. Genau, hier hoch, um mal zu schauen, wie das denn ist, weil. Ach, da links ist die. Was kann ich hier machen? Aufschieben, zuschieben. Ach, aufschieben und ich glaube für diesen Würfel, oder? Für diese Holzkiste. Dann schwimmt der da nämlich hoch. Und dann muss ich hier schnell hochrennen. Naja, ich kann mir schon ungefähr vorstellen, wie das sein muss. Schnell, 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 schnell. Genau. Na komm. Und überspringen. Na also, klappt doch.